Внимание, говорит Москва! Внимание, говорит Москва! Am 4. Oktober 1957 wurde von der Sowjetunion mit einer ballistischen Interkontinentalrakete der erste künstliche Erdsatellit gestartet. Startgewicht 4000 Kilogramm, Schubkraft 509.840 Kilogramm. Mit dem legendären Piep-Piep aus seiner 83,5 Kilogramm schweren Kugel, dem Sputnik 1, begann das Weltraumzeitalter. Am 12. April 1961 trug eine ähnliche Rakete mit einer Vostok-Kapsel den ersten Menschen in den Weltraum, den Russen Juri Gagarin. Getragen von einer riesigen Saturn-5-Rakete mit einem Startgewicht von 2.750.000 Kilogramm und einer Gesamtschubkraft von 3.944.800 Kilogramm, startete am 16. Juli 1969 Apollo 11 zu ihrer historischen Reise. Vier Tage später sind Träume und Visionen seit Menschengedenken Realität. Es war der 20. Juli 1969. Der Amerikaner Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Am 26. August 1978 startete mit Soyuz 31 der erste Deutsche ins Weltall, Sigmund Jähn. Eine Woche verbrachte er an Bord der Raumstation Salut 6. Ich muss so 7, 8, 9 Jahre gewesen sein, als ich bei meinen Eltern zu Hause beim Vater eine Kiste fand, mit allen möglichen Zeitungsartikeln und Ausschnitten und Fotos. Technik war vor allen Dingen da gesammelt. Technik der 20er Jahre, technische Errungenschaften. Namen wie Obert, Fritz von Obel tauchten da auf, Nebel, Winkler. Und ich bin ganz sicher und war auch sehr beeindruckt von einem Raketenwagen auf der Avus. . 1923 erschien in München ein kleines, unscheinbares Büchlein mit dem Titel »Die Rakete zu den Planetenräumen«. Von Fachleuten kaum beachtet und für Laien unverständlich, war darin wissenschaftlich präzise und mit exakter mathematischer Beweisführung das Fundament für die heutige Raketen- und Raumfahrttechnik geschaffen. Sein Autor, der 1894 in Hermannstadt, Siebenbürgen geborene Hermann Obert. Mein Vater hatte dieses Buch als Doktordissertation bei der Universität Heidelberg eingereicht. Es wurde aber nicht angenommen, weil zu viele wissenschaftliche Disziplinen angesprochen waren. Es war nicht nur Technik und Mathematik, sondern es war auch Medizin, es war die Nutzung des Weltraumes. Er dachte schon an Satelliten, die das Wetter beobachten können und vieles andere mehr. So, dass jeder Professor sagte, soweit es mein Gebiet betrifft, ist es in Ordnung, was Sie sonst noch schreiben, da kann und darf ich nicht beurteilen. Er veröffentlichte dann dieses Buch auf eigene Kosten. Aufgrund dieses Buches meldeten sich auch aus der ganzen Welt Leute, die schon ähnliche Gedanken gehabt hatten. Das war einmal Tsiolkovsky in Russland und Goddard in Amerika. Und es entwickelte sich eine Korrespondenz unter diesen frühen Pionieren. Und auch ein Praktiker, Valier, war bald zur Stelle, der nun Versuche machen wollte und diese Raketentechnik vorantreiben wollte. Max Valier, geboren 1895 in Bozen, Südtirol, studierte Astronom, Flieger im Ersten Weltkrieg, Physiker und Autor, bemühte sich, die Idee des Raketenfluges einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen.
Versuche mit raketengetriebenen Land- und Luftfahrzeugen sollten dabei eine wichtige Rolle spielen und gleichzeitig helfen, finanzielle Mittel für den weiteren Weg in Richtung Weltraum zu beschaffen. Hermann Oberth und Max Valier arbeiteten ungefähr 3 Jahre ausgezeichnet miteinander. Oberth übernahm die Theorie, während Max Valier sich für die Verbreitung der Idee der Weltraumfahrt in der Öffentlichkeit stark machte. Die Wege der beiden trennten sich, da sie eben nicht im Punkto des Zieles, aber im Punkto des Weges unterschiedlicher Auffassung waren. Oberth wollte mit einer Höhenforschungsrakete, einer Atmosphärenrakete, zum Weltraumschiff gelangen. Max Valier, er war ja ein Flieger, er wollte über ein raketengetriebenes Flugzeug zu einem Schnellflugzeug zum Weltraumschiff gelangen. Für die Realisierung seiner Ideen suchte er nach Geldgebern. Er fand sie bei Opel in Rüsselsheim. Die Opel-Werke 1927, etwa 400.000 Quadratmeter, 6.000 Maschinen, über 12.000 Arbeiter und Angestellte. Die größte Fahrradfabrik der Welt. Alle 7 Sekunden verlässt ein Fahrrad das Band, 4.000 am Tag. Mit dem erfolgreichen Opel 4 PS, dem Laubfrosch, beginnt 1924 auch im Automobilbau die Bandproduktion. 1927 werden bei Opel 28 Modelle produziert, Tagesproduktion 250 Fahrzeuge. Ende 1927 verlässt der 60.000. Laubfrosch das Werk, der erste Volkswagen. Die Opel-Werke sind Deutschlands größter Automobilhersteller, geleitet von Wilhelm von Opel und seinem Bruder Fritz. Und zunehmend drängt die dritte Generation in die Chefetage. Fritz von Opel, Sohn Wilhelms, geboren 1899. Diplom-Ingenieur für Maschinenbau, zukünftiger Direktor. Erfolgreicher Rennfahrer, engagiert für das eigene Produkt. Mit sportlichen Erfolgen und spektakulären Aktionen macht er immer wieder auf sich aufmerksam. 1921 wurde in Berlin die legendäre AWUS eröffnet. Sieger des ersten Rennens, Fritz von Opel auf Opel. Die 140 Kilometer Strecke fuhr er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130,5 km/h, die auch von den folgenden größeren Klassen nicht mehr erreicht wurde. Dieser Mann war der richtige Partner für Max Valier. Am 8. Dezember 1927 schließen Fritz von Opel und Max Valier einen Vertrag. Opel finanziert den Bau von Raketenfahrzeugen, den Ankauf entsprechender Raketen und die Versuchsfahrten. Max Valier verzichtet auf sämtliche Nutzungsrechte seiner Erfindungen. Fritz von Opel, mein Onkel, war ein faszinierender Mensch. Er war sehr gebildet. Er war vor allen Dingen mal Techniker, war aber auch Sportler. Er war lyrisch veranlagt. Er wusste außerordentlich viel. Mein Vater hat mal gesagt, für den Fritz gibt es eigentlich alles, außer Landschaft und Musik. Er wollte der Beste und wollte der Schnellste sein, das wurde er ja auch dann. Der Großvater begann mit Nähmaschinen, der Vater, die Onkels mit Fahrrädern, mit Automobilen. Und als sich ihm die Chance bot, sich mit Raketen fortzubewegen, da war einfach der innere Zwang so stark, er musste es machen. Nicht nur, um es selbst zu beweisen, er musste der Welt zeigen, dass das möglich ist und nun ja, es war ja auch eine ganz gute Werbung für die Firma deiner Familie. Vor Jahren, es war auf einem Empfang für die Fliegerei, hatte ich die große Freude, Werner von Braun vorgestellt zu werden und er fragte, wer ich sei und ja, meinte er, mit ihrem Onkel hat das Ganze eigentlich erst angefangen. Tja, vielleicht war das damals der Funke, den die Raketenentwicklung noch gebraucht hat. Nach Raketentests und einigen provisorischen Vorversuchen ist der erste Raketenwagen fertiggestellt. Opel RAK 1, montiert auf ein Serienchassis 4-12 PS. Am Heck ist ein Stahlkasten zur Aufnahme von 12 Pulverraketen mit 90 mm Durchmesser montiert, die der Fahrer mit einem Fußpedal elektrisch zünden konnte. Seitlich angesetzte Flügel sollen die Bodenhaftung erhöhen. Der Konstrukteur, Opel-Oberingenieur und Rennfahrer Kurt Volkhardt, der auch die Versuche fahren soll. In
Insgeheim hatte Max Valier gehofft, Pilot der ersten Raketenfahrt zu sein. Der Wagen hat weder Motor noch Getriebe. Am 11. April werden unter strengster Geheimhaltung erfolgreiche Versuche mit 6 und 8 Raketen gefahren, wobei Geschwindigkeiten von etwa 70 und 80 km/h erreicht werden. Am 12. April die erste öffentliche Fahrt eines raketengetriebenen Fahrzeugs. RAK 1 ist mit 12 Raketen bestückt, das sind 40 Kilogramm hochbrisanter Sprengstoff. Nach 8 Sekunden erreicht Kurt Volkhardt bereits über 100 km/h. 1500 Meter werden zurückgelegt, Spitzengeschwindigkeit etwa 125 km/h, obwohl nicht alle Raketen zünden. Die Welt hat ihre Sensation. Das Wort des Tages ist Opel. Max Valier kabelt an Johannes Winkler, Herausgeber der Rakete. Versuchsfahrt erster Raketenwagen Opel-Rennbahn Rüsselsheim glänzend gelungen. Finanzier Fritz von Opel. Idee Valier. Wagenbau Ingenieur Volkhardt. Raketenbau, Ingenieur Sander. Zur Jahreswende 1927-28 kam Max Valier im Auftrag von Fritz von Opel zu Friedrich Wilhelm Sander nach Wesermünde. Sander ist ein leider vergessener Pionier der Raketentechnik. Er baute damals im Auftrag von Opel nicht nur die stärksten und sichersten Feststoffraketen, sondern er entwickelte nach Angaben von Max Valier auch das erste Flüssigkeitsraketentriebwerk in Deutschland. Vor mehr als 3000 überwiegend geladenen Gästen spricht Fritz von Opel in einer enthusiastischen Rede, die im Radio übertragen wird, vom Sinn, Inhalt und den Zielen der Opel-Versuche. Die heutige Vorführung soll ein lebendiger Beweis dafür sein, dass die Rakete als praktisches Antriebsmittel verwirklicht ist. Die Risikobereitschaft Fritz von Opels verhalf dem Traum des Vaters der Idee Max Valier zur Realität. RAK 2. Mit der Erfahrung von etwa 300 Testkilometern mit Raketenantrieb in kürzester Frist in den Opel-Werken gebaut. Als Basis diente ein 10-40 PS Serienchassis. Wie schon RAK 1, ohne Motor, kein Getriebe. 24 Raketen wurden mit einer bei Opel entwickelten Hydraulikpresse mit 120 Kilogramm Sprengstoff befüllt. Mittlere Schubkraft 6000 Kilogramm. Die Raketen werden einzeln mit einem Fußpedal elektrisch gezündet. Noch einige Minuten bis zum Start. Ein Händedruck von Sander. Und dann ein ohrenbetäubendes Zischen und Pfeifen, eine Riesenflamme aus dem Hinterteil. Es packte mich wie eine Wut. Seitwärts verschwindet alles. Ich überlege nicht mehr. Die Beschleunigung ist wie ein Rausch. Durchschnittsgeschwindigkeit etwa 180 km/h. Höchstgeschwindigkeit 238 km/h. Mehr war auf der Avus derzeit nicht möglich. Nach etwa 2 Minuten ist es vorbei. Das Publikum ist begeistert und feiert den erschöpften Raketenchauffeur. Gratulation von allen Seiten. Viele hatten das Gefühl, den Beginn eines neuen Zeitalters erlebt zu haben. Lob vom berühmten Rennfahrer Carl Jörns. Die beliebte Filmschauspielerin, Ufa-Star Lilian Harvey, schwärmte: Mit Fritz von Opel möchte ich auch gern mal im Raketenauto fahren. Max Valier trennt sich an diesem so erfolgreichen Tag von Opel. Der gefeierte Fritz von Opel und Friedrich Sander haben die nächsten Versuche bereits terminiert.
Um höhere Geschwindigkeiten fahren zu können und die Grenzen von Pulverraketen weiter zu testen, wurden die nächsten Versuche auf die Schiene verlegt. Opel Sander RAK 3, ein Schienenwagen mit 400 Kilogramm Eigengewicht, unbemannt. Für den ersten Versuch werden von Friedrich Sander 10 Raketen eingebaut, 2750 Kilogramm Schubkraft. Vorne sind zwei Bremsraketen angebracht, um den Wagen nach 2000 Metern abbremsen zu können. Der Start gelingt. Nach 2,9 Sekunden werden 62 km/h gemessen. Nach 7,3 Sekunden wird die 250 Meter Marke mit 190 km/h durchfahren. Bei 500 Metern 256 km/h. Weltrekord für Schienenfahrzeuge. Ein zweiter Versuch wird vorbereitet. Angriff auf den absoluten Geschwindigkeitsweltrekord, der bei 328 km/h liegt. RAK 3 wird mit 30 Raketen beladen, eine Gesamtschubkraft von 9750 Kilogramm. Jeweils 8 Raketen sollen gleichzeitig gezündet werden. Erstmals will Fritz von Opel die Wirkung der enormen Beschleunigung auf ein Lebewesen testen. Wenige Sekunden nach dem Start explodieren etwa 375 Kilogramm Dynamit. In Sanders Tagebuch findet sich die Notiz, dass das Kätzchen die Explosion mit leichten Blessuren überlebt hat. Die Versuche sollen schnellstens fortgesetzt werden. RAK 4, wieder unbemannt. 30 Raketen, die paarweise gezündet werden sollen. Nach der ersten Zündung die Katastrophe. Die Reste von RAK 4 finden sich etwa 50 Meter vom Startpunkt. Die Fahrt des bereitstehenden RAK 5 wird von den Behörden untersagt. Am Opel-Stand wird die neue Motoclub Supersport vorgestellt, unter anderem ausgerüstet mit 6 Raketen. Fritz von Opel, auch auf Motorrädern Sieg gewohnt, hatte bereits auf der Avus angekündigt, dass er mit einem Raketenmotorrad den Geschwindigkeitsweltrekord für Motorräder, derzeit mit 200,6 km/h verzeichnet, angreifen wolle. Dieser Versuch hat aus Sicherheitsgründen nie stattgefunden. Im Mai 1929 wird allerdings auf der Radrennbahn in Hamborn eine Opel Motoclub mit 14 Raketen vorgeführt. Der amerikanische Filmstar Jackie Coogan besucht die Opelwerke in Rüsselsheim und wollte es sich nicht nehmen lassen, für die Fotografen und Wochenschauen in einem Opel-Raketenwagen zu posieren. Vermutlich handelt es sich bei RAK 6 um den umgebauten RAK 5. Ob er jemals zum Einsatz kam, ist bisher nicht bekannt. Nach dem spektakulären Erfolg auf der Avus kam Fritz von Opel zusammen mit Sander auf die Segelfliegerschule Wasserkuppe, um dort die von Valier entrierten Raketenversuche mit Modellen und Entenflugzeug durchzuführen. Da dieselben zu keinem Erfolg führten, hat er sich entschlossen,
andere Firmen mit dem Bau eines Raketenflugzeugs zu beauftragen. Das waren beispielsweise Raab Katzenstein, Espenlaub und Gebrüder Müller Griesheim, aber keine dieser drei Firmen war imstande, ihm ein flugfähiges Raketenflugzeug abzuliefern. Deswegen kam er eines Tages zu mir auf die Wasserkuppe geflogen mit dem Vorschlag, ihm mein Raketenflugzeug zu verkaufen, was ich ablehnte. Ich hatte vorher im Rahmen des Preisfliegens Rosita 1908 auf 29 mit Erfolg ein Raketenmodell konstruiert und vorgeführt, das so erfolgreich war, dass ich mich entschloss, ein bemanntes Raketenflugzeug für mich selbst zu bauen. Wegen meiner Ablehnung hat sich Fritz von Opel an Stamer, den Leiter der Segelfliegerschule Wasserkuppe, gewandt. Der war bereit, ihm ein doppelsitziges Segelflugzeug, das nach meinen Konstruktionsprinzipien gebaut war und fertig dastand, umzubauen. Dieser Umbau hätte etwa 14 Tage gedauert und ich selbst brauchte noch mehr wie 2 Monate zur Fertigstellung meines Flugzeuges. Deswegen habe ich mich entschlossen, damit Fritz von Opel mir nicht zuvor käme, doch mit ihm einen Vertrag abzuschließen. Derselbe sah vor, dass nachdem ich das Flugzeug eingeflogen hätte, er den ersten öffentlichen Flug vorführt und ich dann anschließend dieses Flugzeug in ganz Deutschland in Schauflügen vorführen sollte. Für erste geheime Flugversuche ist ein Raketenkasten für bis zu 100 Selenraketen mit je 90 Kilogramm Schubkraft bei 1,5 Sekunden Brenndauer am Heck angebracht. Der erste Start misslingt, die Raketen brennen am Boden aus. Der zweite Versuch erfolgt mit Hilfe gespannter Gummiseile. Der Start glückt. Fritz von Opel gelingt in geringer Höhe der erste Raketenflug. Auf 1400 Metern erfüllt sich ein Menschheitstraum. Das Raketenflugzeug, der Raketenkasten, wurde zur Aufnahme von 16 Raketen umgebaut, wird auf eine 18 Meter lange Katapultbahn geschoben, die in den Opelwerken gebaut wurde. Manuell werden die Katapultraketen gezündet. Die Flugraketen zünden zu spät. Der zweite Start. Wieder zünden die Flugraketen nicht rechtzeitig. Mit einem dritten Start hat Friedrich Sander nicht gerechnet. Es stehen nur noch 11 Raketen zur Verfügung. Jede mit einer Brenndauer von 24 Sekunden und 24 Kilogramm Schub. Fritz von Opel setzt alles auf eine Karte. Er will den dritten Versuch wagen. Sander und Links Hatri geben letzte Hinweise. Der Start gelingt. Der erste öffentliche Flug eines Menschen mit Raketenkraft. Etwa 100 km/h, 20 bis 30 Meter über dem Boden. Nach 80 Sekunden versagt die Zündung. Fritz von Opel muss notlanden. Zum Glück bleibt er unverletzt. Die mutige Pioniertat des Enkels förderte den Fortschritt der Technik ebenso wie das erfolgreiche Lebenswerk des Großvaters. Leider habe ich erst in den 60er Jahren davon erfahren, dass Fritz von Opel bereits 1929 den Wunsch hatte, mit einem mit Flüssigkeitsaggregaten angetriebenen Flugzeug den Ärmelkanal zu überqueren. Auch dass er zusammen mit Sander an der Entwicklung eines Flüssigkeitsraketenaggregats
intensiv und mit Erfolg arbeitete. Hätte er mir damals davon erzählt, ich glaube, es wäre uns gemeinsam gelungen, diesen seinen Wunsch in Erfüllung zu bringen.